Music Talk wird präsentiert von der Musikmesse und ProLight und Sound. Auch in diesem Jahr sind wir vom 10. bis 14. April wieder für euch unterwegs und berichten von den Fachmessen für Musikinstrumente, Audio Equipment, Veranstaltungs- und Medientechnik. Wir sehen uns in Frankfurt. Herzlich willkommen zu Music Talk, dem Music und Sound Production Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum Music Talk Messecast von der Frankfurter Musikmesse 2018. Jetzt bin ich beim Stand von Audiowerk beim Christian. Hallo Christian. Hi, alles klar? Seid ihr gut angekommen? Ja, gut geflogen. Ja, super, das ist doch schön. Ja. Wir sind ja schon am Softube-Stand und ich zeig dir mal, was wir Neues haben mit Concert One. Super. Alles klar, also was ganz Neues ist zum Beispiel die Cubase-Integration jetzt in 9.5. Haben wir es jetzt geschafft zusammen mit Cubase, dass wir sowohl Solo, dass das dann das Cubase-Solo ist von der Concert One und auch Mute, das funktioniert. Das Volume ist jetzt auch das DAW-Volume mit Concert One. Dann Pan kann man auch steuern jetzt bei Concert One. Und die wichtigste Funktion, die eigentlich die meisten Leute wirklich drauf gewartet haben, ist halt das Auto-Track-Follow. Wenn du jetzt im Editing-Mode bist und halt auf die Spur klickst, springt jetzt Concert One wirklich mit. Und das hilft dir natürlich beim Arbeiten enorm. Aber das ist ja eigentlich auch der Kern von eurem Konzept, dass du im Prinzip hier die Tracks selektieren kannst, dann auf dem entsprechenden Kanal bist, immer die gleichen Controls hast. Genau. Und dann muss natürlich die DAW dem folgen können. Genau, das ist es halt. Dass du nicht die ganze Zeit überlegen musst, was war es, was ist es, sondern der Low-Cut ist immer der Low-Cut. Und jetzt springst du automatisch mit. Das heißt, du musst auch gar nicht mehr überlegen, welche Spur bin ich, sondern Cubase übernimmt das jetzt für dich. Was auch noch ein schönes Zusatzfeature ist, ist zum Beispiel die Sense kannst du jetzt noch steuern. Wenn du in der Concert One Software bist, über Shift, kannst du hier jetzt auch noch auf die Cubase Sense zugreifen. Das ist alles noch ein schönes Zusatzfeature. Ist wie gesagt ein kostenloses Update für alle User, auch für die von der ersten Konsole. Einfach das neue Update laden und schon geht's los. Super, also jetzt auch bessere Integration in Cubase. Bessere Integration, genau. Wir planen natürlich das noch mit allen anderen auch zu machen. Mit Studio One gibt's das ja auch schon. Und mit Cakewalk Zona und ja, wir sind dafür alles offen. Klasse. Super. Vielen Dank. Alles klar.